What is it about this parcel of land, set deep amongst the Georgia pines, that draws us in so? Is it the beauty? Is it the color? Is it the sound and the breezes? Is it the history? It's all of that. Everything together makes this place special. This is Augusta National. This is the Masters. Now, earlier this morning, one of the Masters' cherished traditions, the honorary starters out there to get the tournament underway. Golf's preeminent global ambassador, Gary Player, a three-time Masters champion, got him started and finished with that classic leg kick. Jack Nicklaus, of course, six-time Masters tournament winner, one of the game's greatest icons, synonymous with Augusta National. And Tom Watson, Masters champion in 1977 and 1981. I can tell you that all three, not surprisingly, knocked it in the fairway to the delight of the patrons assembled. It was then that the Masters tournament was officially declared underway. From the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, EA Sports so proudly presents the Masters. Today, we begin this annual rite of spring amongst the blossoming azaleas and dogwoods, live opening round coverage of this tradition that is truly unlike any other. What might we have in store for us over the course of these next 4 days? We've got big names, we've got dark horses, we've got it all. As we look at the leaderboard on this Thursday, a lot of folks fighting for the title, including our leader. Frank, this is one of the moments you dream about, and you would know this from a very young age. First Masters appearance as a professional, our featured golfer here, rookie, on such an incredible run at the outset of their career, already a multiple winner on the PGA Tour. What would need to happen for this phenom to win the green jacket? Well, you would think a miracle, but to steal a line from Al Michaels and just sort of pass along the golf. If you believe in golf, you believe in miracles, because I've seen it happen before. And you just go back 2022, Scottie Scheffler came in hot, playing well. Should have been the man to beat, but we looked at all those other players. When you're world number one and you've already won three tournaments in, 4 weeks, might as well be 4 and 5. And that's exactly what it is. Come in with a hot hand, play well, don't worry, let everybody else worry about all the talking and who the favorites are. Just get out there and play some good old-fashioned, good golf. And I tell you, that stands up against anybody. So, servus, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Augusta National, zum ersten Major, dem Masters in diesem Jahr. Und wir haben uns ja qualifiziert und die Jungs haben jetzt wirklich jede Menge erzählt und jede Menge tolle, interessante Informationen losgeworden. Und das hat uns jetzt 3 Minuten und etwas mehr als 30 Sekunden, ja, gekostet, gebracht oder wie man es auch sonst nennen möchte. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wir sind also heute am erste Major, am ersten Abschlag, die erste Runde. Und ganz kurz zur Information, wie wir die nächsten 4 Runden, so hoffe ich doch, letztendlich hinter uns bringen. Natürlich die erste Runde, entschuldigt. Die erste Runde werden wir natürlich mit Kommentar und mit Flyovers spielen, damit wir den Platz nochmal ein bisschen uns verinnerlichen, wie das Ganze hier denn aussieht. Die Runde 2 und, so Gott will, die Runde 3, wenn wir den Cut geschafft haben, werden wir dann etwas im Fast Mode spielen. Das heißt, ohne Flyover, ohne Kommentare, damit es ein bisschen zügiger geht. Und dann in der 4. Runde, ich hoffe in der Finalrunde, dass ich die erleben werde hier bei dem ersten Major auf der PGA Tour, auf unserer Rookie Tour sozusagen, dass wir dann natürlich mit einem KI-Spieler dabei sind oder unterwegs sein werden, die finale Runde, und hoffentlich ein Stück weit hier vielleicht beim Green Jacket, bei der Vergabe des Green Jackets, dann doch ein Wörtchen mitreden können. Wenn ich allerdings an letzte Woche denke und an die Performance, die Jason Day hier zutage gelegt hat, ja, dann macht mir das natürlich dann schon ein kleines bisschen Sorge. Wir werden sehen, wir werden schauen, wo wir dann am Ende des
Tages landen werden. So, ansonsten muss ich mich gerade noch mal ein bisschen korrigieren. Und zwar ist es so, in 14 Tagen ist erstmal The Players Championship. Und Augusta ist in echt erst im April am 11. bis 14. An dem Wochenende wird das erste Major des Jahres gespielt im April. Ansonsten, ja, es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass ich hier auf YouTube online gegangen bin mit Golf, mit EA Sports PGA Tour, denn auch hier war das erste Turnier, was gespielt wurde und wo es auch vorgestellt wurde, das Spiel, war Augusta das Masters, und insofern schließt sich hier wieder der Kreis. Und das Video, das Intro-Video, das hatten wir auch schon einmal gesehen, ist wunderbar, wunderschön, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Macht von der Atmosphäre. Wir werden uns dann jetzt das Ganze hier natürlich auch ansehen, dann auf 18 Bahnen, die wir dann alleine unterwegs sind. Ja, soweit soll es jetzt gewesen sein mit dem Vorgeplänkel, mit dem Gesprächen oder den einleitenden Worten zum ersten Major des Jahres. Ich freue mich unheimlich. Es ist einfach Augusta was Spezielles. Das Masters ist was ganz Spezielles. Und wir sehen es oder haben es auch gleich gesehen beim ersten Flyover. Hier hat jede Bahn einen Namen. Das steht dann rechts oben dann auch drin. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind hier die Oliven, die Pflanzen, die hier diese Bahn ausmachen. Ansonsten, es soll jetzt losgehen. Wir gehen, ach nein, stopp, da wollte ich noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, denn das müsst ihr erstmal gesehen haben. Hier, Leaderboard, es ist nicht zu fassen, eine 59 wurde bereits gespielt, also die KI meint es nicht gut mit uns. Und um hier vorne mitspielen zu wollen und auch den Cut zu schaffen, ich bin mal gespannt, wo wir hier landen werden. Also, wer auch immer dieser Posten ist, er hat jetzt auf jeden Fall einen kleinen Rekord hier gespielt. 59, 13 unter Par in Augusta. Da bekomme ich dann schon ein bisschen Respekt. Also, das wollen wir auch nur ganz kurz loswerden. Ansonsten wünsche ich uns jetzt ein schönes Spiel. Ich verschwinde und es geht los mit unserem Turnier. Wir schauen mal, wo wir den Ball reinspielen. Oh, wir haben Gegenwind. Naja, also wir dreschen ihn jetzt einfach mal nach vorne. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Jo, soweit passt es erstmal Mitte Fairway, nicht in die Bunker. Always good to get those jitters out of the way, and that is a good start to Masters Week. A tee shot in the fairway to begin this first round. So, wir müssen hier oben ein bisschen aufpassen. Die Pin-Position ist gefährlich und es ist 18 Fuß nach oben. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein kleines bisschen länger, weil ruckzuck haben wir schon wieder das erste Bogey. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir ein Eisen 7 nehmen. Wir haben Gegenwind, es geht nach oben. Ich schaue nochmal mit dem Wind. Er drückt den ein bisschen rüber, das ist eigentlich gut. Besser, er gießt rechts vom Stock als links. Aber die Länge ist halt das, was mir Sorgen macht. Wir haben aber ein bisschen Gegenwind und wir haben es höher. Na, das heißt, eigentlich brauchen wir schon einen Schläger mehr, wenn ich mich da nicht täusche. Wir werden es sehen. Er bleibt rechts und er ist ein bisschen lang. Ich wusste es. Okay. Aber er ist noch in der Nähe. Okay, okay, okay. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. Ja, wir haben gesehen, das ist Pin-High. Die Länge war hervorragend, aber er ist uns zu weit nach rechts gegangen. Okay, ich werde hier mit dem Texas Wedge arbeiten. Wir haben Level. Es geht erstmal ein bisschen den Berg hoch und dann geht es wieder runter. Okay, das Schlimme ist eigentlich eher, dass wir hier unheimliches Break nach links haben. Ein unheimliches Break nach links. Ich will nicht, dass der auf der anderen Seite wieder runterrollt. Das darf auf keinen Fall passieren. Und lieber einen leichten Bergabputt. Oh, naja, okay. Yeah, that ball lost just a little speed before it reached the green, and that's gonna come up quite a bit short. There's 5 feet left. So, das geht jetzt, Augenblick mal, das geht jetzt ein bisschen nach unten, ne?
Ja. Und wir haben ein ziemliches Break. Ja, wenn er zu schnell ist, dann bricht er natürlich nicht. Ah, läuft natürlich vorbei und da haben wir schon das erste Bogey. Das ist natürlich kein guter Anfang. Das ist überhaupt gar kein guter Anfang. Und der ist jetzt auch noch nicht drin. Da geht's jetzt nach oben. Okay, good putt there, but it is a bogey here at one. Ja, das ist ein katastrophaler Anfang, kein besonders motivierender. Und wir sind erstmal 63. Okay. Now to the second 575-yard par 5 down the hill here at Augusta National, one of two fives on this first nine. This is a place where you can make something happen and jumpstart your round. Aber wir erinnern uns, das Wichtigste ist natürlich jetzt am ersten Tag, dass wir einigermaßen in den Flow kommen. Und spätestens am zweiten zeigt sich dann, wir müssen den Cut schaffen. Das ist das Wichtigste, den Cut. Wir haben Wind nach links. Das ist eigentlich gut. Dann brauchen wir gar keine so große Kurve spielen, sondern er müsste uns den Ball auf jeden Fall hier schön am Bunker vorbei und dann rollt er hier das Feld runter. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Yep. Also nicht entmutigen lassen, weiterspielen. Wir kriegen... Oh, nee. Oje, oje, oje. Jetzt rollt er hier den Hang runter und dann ist es ein Strafschlag, oder? Ja, da bin ich dann auch wieder am Überlegen. Previous Shot ist natürlich wieder vom Abschlag. Target Line macht eigentlich auch keinen Sinn und Point of Entry macht auch keinen Sinn. Weil wir einfach nicht sehen, was wir spielen. Da zeigt uns ja irgendwo den Busch an, aber das ist alles schwierig, weil wir nicht wissen, was wir dann spielen müssen. Wir machen also einen Previous Shot. Also, dass der hier in den Bäumen gelandet ist. Aber ich muss jetzt dazu sagen, also genau dieses Thema hatten wir schon mal. So, jetzt haben wir keinen Wind. Aber der springt auf jeden Fall nach links, ja. Yeah, much better there. No questioning whether this is inbounds. It is right there in the fairway. Okay, das gibt uns die Chance, mit dem zweiten das Grün zu erreichen. Aber ist natürlich schon wieder sehr, sehr, sehr schlimmer Anfang. So, 235 Yards. Mit dem Hybrid will er, dass ich darunter spiele. Ja, die Fahne steckt natürlich an einer richtig schlechten Position, aber wir werden nicht mit dem Hybrid spielen, sondern das sieht mir eher nach einem Eisen 5 aus. Denn es geht 51 Fuß nach unten. Und wir haben den Wind, der uns den Ball nach links drückt. Die Frage ist nur, wo wollen wir rein? Das ist jetzt der vierte Schlag. Wir müssten eigentlich schauen, dass wir hier mit dem Bogey runtergehen. Eigentlich müssen wir versuchen, hier Mitte grün und dann mit zwei Putts und das Bogey mitnehmen. Das hilft nichts, weil wir werden hier jetzt mit Sicherheit das Paar, da müsste man schon richtig böse gut auf dem Grün landen. Naja gut, wenn er im Bunker landet, bin ich eigentlich auch sehr optimistisch, dass wir den da rankriegen. Aber ist natürlich schon eine Wahnsinnsgeschichte hier. Gut, wir werden so versuchen. Ja, der könnte auf dem... Ist klar. Ist klar. Also es sieht nicht so aus, als hätten wir das nötige Glück hier am Anfang. Set from the bunker. This is ein Meter. Just a short bunker shot. So. Open your feet up, open the club face up. Little splash out. So, ein bisschen nach links. Okay.
Ja, hat jetzt schon Schweißflecken unter den Achseln. Okay, not a bad recovery from out of the sand and a chance, maybe, to limit the damage to one drop shot. And this will be a 5-foot putt here. Ja, das sind alles keine so einfachen Putts wie bei in Kiawa Island. Da waren das alles relativ einfache Grüns. Hier müssen wir jetzt wieder sehr konzentriert arbeiten. So, vorhin ist der mehr drüber oder ist der mehr drunter gelaufen? Er hat eigentlich Speed, weil es bergab geht. Ich glaube, ein bisschen mehr. That's what these greens can do to you. They make you see things that just aren't there. And that one slides by. Okay, finished off there for double bogey. And he'll slide back now to 3 over par. Oha, 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 das könnte wirklich ein kurzes Masters werden. Only 350 yards. I think one of the more underrated holes on this golf course. We know those 5 pars plus the 12th on that second nine get so much attention, and rightly so. But this is a wonderful hole, strategic, and you need some touch here. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass schon am ersten Tag die Fahnenpositionen so schwierig sind. So, hier haben wir das Thema, dass wir den Ball definitiv reinfaden müssen. Reinfaden, damit er den Berg hochgeht. Ja. Ja, der startet viel zu weit links. So, der rollt jetzt dann nach links runter in die Kuhle. Okay, jetzt heißt es aber natürlich auch hier wieder das Plateau treffen. Und jetzt endlich mal ein Pärchen spielen. So, a big drive and not much needed to carry here for his second. Ja, Pitching Wedge ist, das geht natürlich hier 11 Fuß nach oben. Eigentlich brauchen wir hier deutlich mehr. Ja, ja, und man sieht es ja auch. So, und fast wäre es mir lieber, wenn wir links vom Stock zum Liegen kämen, damit wir einen Bergaufputt haben. Die Frage ist nur, reicht das? Ja, ich hätte eigentlich wieder einen Flopshot machen sollen, merkt mich gerade. Ja, das sind Wahnsinnskurven. Yeah, this is a sweeping putt from left to right. It's going to do that pretty much the entire way as it trundles to the hole. So, es geht ein kleines bisschen nach oben und wir haben hier einen ganz schönen Putt. Das sehe ich jetzt schon, dass das mit Sicherheit ganz schön nach rechts runterläuft. Hm. Naja. Okay, I'd call that an acceptable effort from that range. Der erste Schlag, mit dem wir eigentlich zufrieden sein können, habe ich so den Eindruck. So that safely in, it's a par here at the third. Ja, wie auch hier heißt es jetzt wirklich geduldig sein. Wir haben uns jetzt erstmal ganz schön in die Bredouille gebracht hier mit plus 3. Auf jeden Fall sind wir jetzt außerhalb des Cuts. Excellent par 3. This requires a solid, pure strike. You can't fake it on this hole. And you're happy to walk away with 3. Grape Apple. Nee, Grape Apple. So heißt die Bahn. Okay.
237 Yards. Es geht auch hier wieder deutlich nach unten. Das heißt, wir können eigentlich mindestens einen Schläger weniger nehmen. Haben aber auch Gegenwind. Und wir sollten natürlich versuchen, den ein bisschen reinzufaden. So, wir machen mal hier... Ja, ich wollte gerade sagen... So kriegen wir jetzt direkt das Grün. Wir sehen, dass es natürlich alles nach vorne runterkommt. Das heißt, wenn wir aufs Grün kommen, dann wird er relativ schnell zum Liegen kommen. Hinterm Stock. Ja, mach mal. Nee, stopp. Ich wollte jetzt eigentlich hier. So, und jetzt soll er mir eigentlich das da wegmachen. Ja, jetzt macht er oben das Masters nicht weg und ich kann es auch nicht drehen. Naja, okay. Gut. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir den ein kleines bisschen reinfaden. Ein Eisen weniger. Kürzer. Der müsste vorne rein und dann bremsen. Ja, der landet nicht auf dem Grün, der ist zu kurz. So, es geht wieder ein bisschen hoch. Er springt nach... So. Er springt nach links. Ja, die rollen ganz schön aus. Die Grüns sind schnell. Die sind sehr schnell. Tja, da haben wir uns jetzt auch wieder in eine schlechte Position gebracht. Okay, Level. Und das Break ist auch wieder kräftig. Es ist kurz 11 Fuß, 10 Fuß. So viel brechen kann der da gar nicht mehr auf die Kürze. Oh, he's saying, where's the turn? He couldn't move nearly as much as he anticipated. That one finished off. It is a bogey here at four. And that's going to move him back to four over. Ja, wir sind einfach auf den Grüns zu schlecht, aber wir haben eben auch schlechte Annäherungen, dass wir die Grüns nicht treffen. Ja, das sind alles ondulierte und schnelle Grüns. So, okay, der Wind. Aber das Ganze ist ja auch, fällt von rechts nach links. Also eigentlich müsste das so passen, dass wir weit genug weg von den Bunkern sind. Ja, 295 ist jetzt wirklich nicht gerade die Wahnsinnslänge. Und wir haben jetzt noch 196 zum Stocken. Eisen 6 schlägt er mir vor. Es ist fast... Okay. Okay. Eisen 6. Ja, auf keinen Fall vom Grün runter. Wir müssen gucken, dass der aufs Grün kommt. Er wird sowieso die Kurve haben und dann links ein wenig hochlaufen. Eisen 6. Hat auf jeden Fall Roll. Ja, klar. Und wieder das Grün nicht getroffen.
And that will run all the way through the green and into the back bunker here in hole number 5. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Situation, wo man einfach ein bisschen ratlos ist und nicht genau weiß, wie man eigentlich jetzt spielen soll. Ist man zu kurz, ist man zu lang, dann rollt er hinten runter. Zu wenig Spin vom Fairway. Eieieiei. So, wir spielen immer aus dem Bunker den Pick. Damit habe ich bis jetzt immer noch meine besten Erfahrungen gemacht. Dann schauen wir mal. Ja, okay. Und jetzt ist er auch zu lang. Und jetzt rollt er hinten runter, oder? Ich fass es nicht. Der rollt vom Grün runter, oder? Ja, nicht aufgepasst. Habe ich vergessen, dass hinten dran natürlich die False Front ist, dass es da hinten runter geht. Den hätte ich einfach kürzer spielen müssen. Naja, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und jetzt sehen wir 2 Fuß berghoch. 2 Fuß berghoch. 2, 4, 6. Ja, auf jeden Fall so viel. Naja, er macht wenig, aber das Ganze erstmal ein bisschen nach links, dann gerade und dann das hauptsächlich wieder das meiste nach rechts. Das heißt also, wir werden hier anhalten, aber im Endeffekt versuchen wir nur hochzukommen. Und ist klar, dass er natürlich zu kurz ist. Auf der Linie zu kurz. Nächstes Bogey. Und warum? Weil wir wieder das Grün nicht getroffen haben. Also wir zahlen im Moment Lehrgeld ohne Ende. Ja, das nehmen wir alles, haben wir zu, auf die zu leichte Schulter genommen. 84. Elevated tee, 2-tiered green. Chance to make it too, but you need to be precise on the tee. Ja, das ist auch so ein Par 3, was ich auch gut kenne. So, es geht wieder 22 Fuß nach unten. Das heißt, auf jeden Fall einen Schläger weniger. Der Wind drückt den nach rechts rüber. Natürlich wäre es das Ziel, da oben auf dem Plateau zu landen. Und wir sehen, wie die Fahne direkt an der Welle steckt. Das heißt, ein Putt, der über das Loch hinausgeht, der ist eigentlich schon wieder verloren. Ja. Es ist extrem schwierig. Im Moment extrem schwierig. So, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir rechts vom Stock zum Liegen kommen. Aber die Frage ist, mit welchem Schläger? Eisen 7. Fuß nach unten. Also der ist eigentlich... Wir haben jetzt schon einen Schläger weniger genommen. Okay. Ja, komm. Dass er wenigstens oben auf dem Plateau liegen bleibt. Okay. Tja, und jetzt haben wir natürlich genau das Thema. Wir dürfen nicht zu aggressiv sein. Ja, das ist genau dieser Punkt, wo man dann die Sorge hat, dass wenn er zu lang ist, läuft er hinten runter und dann haben wir wieder einen Bogey. Also im Moment müssen wir echt schauen, dass wir uns ein bisschen fangen und dass wir schauen, dass wir ein bisschen langsam in den normalen Modus kommen mit Pärchen. Deswegen lasse ich den jetzt mal kürzer, in der Hoffnung, dass er trotzdem bis zum Loch kommt. Ja, ein bisschen weniger hier. Ja, und der Schläger bzw. der Stick vibriert schon wieder. So, okay, das Ganze sollte jetzt das zweite Pärchen werden, hoffe ich doch. Ja, wir haben ein bisschen von rechts nach links.
safely in for par here at the sixth, and he's going to stay at plus five. Ich meine, da spielt einer eine 59 auf diesem Platz mit diesen Grüns. Ist mir völlig unbegreiflich. It is a par four at an even 450 yards in length. Anything into the pine trees running the length of the fairway can oftentimes lead to a bogey or worse, with the three front bunkers preventing any thoughts of running one up to the green. So, wir haben den Wind, Rückenwind leicht von rechts nach links. Das Fairway fällt aber nach rechts. Wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall auf der linken Seite, aber auch nicht zu weit links zum Liegen kommen, damit wir einen guten Winkel haben für das Eisen. So, wie sieht's denn aus? Ich meine, der Wind macht so gut wie gar nichts aus. Okay, dann machen wir das so. Ja, und jetzt fliegt er zu weit nach links. Aber komm, ein bisschen rechts rüber. Nein, macht er nicht. Der bleibt im Semiraff hängen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aha. So, 18er. Eigentlich müsste es ein Pitching Wedge sein. Wir haben ein bisschen... Ja, okay, Second Cut 100%. Wir haben Rückenwind. Es ist erhöht. Wir müssen eigentlich irgendwie hier reinkommen. Ja, sonst rennt er uns hinten in den Bunker. Wenn er auf... Ja, dann bleibt er wesentlich schnell liegen. Sehr gut. A little disappointing from that range. I really thought you could hit one in there tight, but instead, once again, tough two putt now. Ja, ja, ja. Then Iona Steven, this a putt for birdie. I'm looking to see the break and I'm really not seeing a lot. If I had to push it, a hair of right to left depended on pace, slightly up the slope. Ja, ja, disappointed ist relativ in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo wir natürlich auch gerade nicht Selbstvertrauen tanken, sind wir froh, wenn wir überhaupt die Grüns treffen und mit zwei Putts ein Pärchen spielen, um nicht noch weiter abzurutschen. So, es geht berghoch. Ich hoffe, das reicht. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Es bricht leicht nach links. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ein Ausgelippten, dann natürlich die, die vorbeilaufen. Ja, das Glück ist uns nicht hold. So, Augenblick nochmal. Es geht ein bisschen berghoch. Okay, ja, ist hinten runtergelaufen, ist klar. Wir haben ein bisschen Break wieder von rechts nach links. Also das heißt mindestens rechte Lochkante, wenn nicht sogar einen kleinen Tick mehr. So, jetzt haben wir einen kleinen Lauf hier mit zwei Pärchen. We move now to the eighth here at Augusta. This is an uphill 570-yard par 5. Avoid the fairway bunker off the tee and reaching into is definitely a possibility. So, das zweite Par 5 hier auf diesem Platz. Da ist natürlich auch der zweite Schlag ganz, ganz wichtig. Und die Fahne steckt kurz, das hilft. Schlimm ist, wenn sie hinten links steckt, direkt hinter dem Hügel. So, der Wind, okay. Ja, je weiter er rechts liegt, desto besser eigentlich. Aber zu weit rechts will man halt auch nicht liegen. Ja, als Grün angreifen wird sowieso nicht gehen. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm, hit fairways,
hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, was haben wir als nächstes? Ah, doch, wir könnten theoretisch versuchen, das Grün anzugreifen. Ein Holz 3. Ja, jetzt ist die Frage. Ja, wir müssten den eigentlich in Draw spielen, ne? So, da haben wir eine Welle. Dann rollt er nach rechts. Ja, wir müssen ja berghoch spielen, merke ich gerade. Also wir brauchen ja die Länge. Er nimmt die Kurve ein bisschen an. Was macht er? Ah, bleibt rechts. Er bleibt da leider rechts. Die Länge hätte er gehabt. Ja. Die Länge hätte er gehabt. Jetzt mit einer guten Annäherung haben wir vielleicht doch mal die Chance auf ein Birdie. So, ich nehme meinen Flop. Und zwar möglichst rechts vom Stock. Es ist ein bisschen erhöht. Okay. Oh, jetzt spinnt er wieder ein bisschen zurück. No gimme here. Tricky one for birdie. So, da gehen wir jetzt einen bisschen mit. Hilft ja nichts. Es geht einen Berg hoch, das heißt, er müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Aber ein bisschen, ja, vorhin war es, ist er nämlich doch ein bisschen mehr gebrochen. Okay, right on line. That's a birdie here at the eighth. So, ich bin noch mal gespannt, wo morgen der Cut liegt. 89. We wrap up the first nine with the tough 460-yard par 4, known for a treacherous three-tiered green that slopes sharply from back to front. Approach shots here that don't have enough carry could also wind up rolling a good 30, 40 yards or so back down the hill. So, rechts daneben ist die 18. Und die 9 ist auch extrem tricky, weil die hat 3 Ebenen, so viel ich noch mich erinnern kann. 3 Ebenen und die ist dann extrem tricky. Und wir schauen jetzt gerade mal, wo die Fahne steckt. Die steckt hier vorne. Ne? Da sieht man die erste Ebene. Also vorne natürlich eine False Front, alles rot. Dann haben wir in der Mitte und oben ist nochmal eine praktisch eine Ebene. Und am schlimmsten ist eigentlich die mittlere. Denn wenn man da drüber landet, dann rollt er durch. Und wenn man drunter landet, ist auch nicht so einfach, da hochzukommen. Naja. Wir müssen natürlich schauen, dass wir hier den ordentlich ins Fairway bringen. Damit wir dann auch ordentlich hier annähern können mit einem Eisen. So, der Wind sollte uns doch helfen. Eigentlich müssen wir gar keine Kurve spielen und er bleibt doch wieder gerade. Naja, ist egal, der wird da runterrollen. Ah, this is gonna be a beautiful drop down the hill into the big clearing. It'll set up a good look at this ninth green. Ja, wenn er so weit rollt, das ist auch nicht verkehrt, dann haben wir einen besseren Winkel, da haben wir eigentlich das gesamte Grün vor uns. From the fairway, let's go to Noda. Great chance from here to attack this hole location, which is on the center section of the green. So. You can use the backstop behind the hole, or make sure you get at least 19 yards into the green, or it will come off the front. So, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Der jetzt natürlich auf dem Plateau zum Landen zu bringen. Wir haben da vorne die Wahnsinns-False-Front, da rollt er uns gerade wieder vor die Füße. Und wenn wir zu hoch liegen und dann hier runter putten müssen, dann haben wir nämlich auch ein Problem. So, wir haben ein bisschen Rückenwind. 50er Wedge. Es geht 35 Fuß nach oben. Ich meine, wenn wir Glück haben und wir kriegen den da oben rein, das Ganze rollt dann nach rechts. Ja. Komm jetzt wieder ein bisschen runter, komm wieder ein bisschen runter. Ah. And inside, oh, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. Guck's dir an. 12 inches nach unten.
Eigentlich dürften wir den nur antippen. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und das Problem ist, wenn man natürlich dem Ball keinen mitgibt, dann nimmt er auch gar nicht die Kurve an. Dann läuft er definitiv links am Loch vorbei. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. 12 Inches. Man kann nur hoffen, dass der tatsächlich dann irgendwann da zum Liegen kommt. Oh, Glück gehabt. Aber ja, also ein kleines bisschen mehr. So, jetzt geht es natürlich berghoch. Aber wir haben wenig Break eigentlich. Das heißt, linke Lochkante. Okay. That's a good putt. It's in for par here at the ninth. And it's going to be a disappointing 40 on the first nine, four over par. Second nine begins with a downhill 495-yard par four featuring a 60-yard long center bunker short of the green. The first hole until 1935, number 10 traditionally plays harder than any other hole here at Augusta National. So the first nine complete onto the second nine here at Augusta National, which of course begins with the par 4 10th. Frank, our featured golfer, the rookie, having some growing pains, we'll call it, on those first nine holes. Yeah, you could call it that. It's going to be an interesting second nine here to play because if you get a little reckless, you can add up that score very, very quickly. On the flip side, if you're smart on the second nine and sort of position the ball well around the golf course, there's quite a few opportunities coming in to really turn this round around. Ja, ja, da hat er natürlich recht. Da hat er natürlich sehr, sehr recht. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier auf jeden Fall dann mit dem Draw den Ball da hier runterjagen. Sonst landen wir da hinten im Gemüse. Und ihr seht es ja, wir haben da jede Menge False Front bzw. Neigung nach links. So, lasst uns mal ganz kurz ein Resümee ziehen. Also, wie gesagt, das läuft überhaupt nicht gut. Das läuft ganz und gar nicht gut hier. Es ist ja eigentlich unser zweites Masters bzw. das zweite Mal, dass wir Augusta spielen. Das haben wir schon besser hingekriegt. Und es ist ein Katastrophenstart. Wir gucken uns nochmal die Scorekarte an. Bogey, Doppel Bogi, Bogi, Bogi. Also fünf Loch und da haben wir dann schon mal gleich mal vier über gespielt, beziehungsweise fünf über. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also da muss man sagen, das ist starker Tobak. Also das muss man erstmal verkraften und wir müssen uns natürlich oder mussten uns erstmal hier wieder, ja, ich sage mal, ins Spiel bringen mit zwei Pärchen. Haben dann tatsächlich hier an der 8 im Paar 5 dann doch noch zum Glück das Birdie gespielt und ich muss einfach ein bisschen aufpassen mit den Schlägen. Wir müssen da konzentrierter sein. Es ist wirklich nicht einfach mit den Höhenunterschieden und natürlich halt auch mit den Grüns, die doch schnell sind und man sieht es auch, wir haben hier kaum einen geraden Putt. Es ist extrem onduliert. So, und wir schauen mal kurz ins Leaderboard. 89. ist natürlich eine Katastrophe, denn ich bin jetzt gerade mal im Überlegen, wenn wir mal schnell runter, ich bin nicht der Meinung, dass es mehr als 90 sind. Ja klar, natürlich, wir sind im Moment Letzter. Wir sind Letzter im Feld, weil genau es sind 90 Spieler und mit plus 4 sind wir ganz, ganz hinten. Also die Frage wird sein, wo ist dann später der Cut? Wir müssen ins Positive, ins Negative reinkommen. Sprich also, wir brauchen einen Minus vor unserem Score. Sonst sehe ich da wirklich die Sache, sonst sehe ich da ganz, ganz schwarz für den dritten und vierten Spieltag, sonst werden wir nicht ins Wochenende kommen. Also wir müssen uns anstrengen, wir müssen schauen, dass wir hier nicht noch weiter zurückfallen, ein bisschen aufholen und dann mit Sicherheit am zweiten Spieltag konzentrierter und vor allen Dingen mit neuer, frischer, mit frischem Mut an die Sache rangehen. Aber jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir hier dranbleiben und vielleicht doch nochmal ein Birdie irgendwo reinspielen, aber nicht weiter zurückfallen. Naja, wir werden sehen, Augusta ist halt einfach Augusta, das Master. Das ist halt einfach das Masters. Es ist ein tolles Turnier, es ist ein schweres Turnier und wer das Green Jacket hat, der hat es sich auch verdient. So, es geht weiter mit der 10. Ich verschwinde
Und wir werden jetzt noch mal kurz schauen, dass wir hier natürlich den Draw hier reinbringen und er uns dann da runterrollt. So, vielleicht noch ein bisschen mehr Draw, ein bisschen mehr links. Weil es geht natürlich ganz schön den Berg runter. Oh ja, der sieht gut aus. So. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Okay. From the fairway, we check in with Noda. Slightly more challenging to access the hole on the right side of this green from this part of the fairway. It does bring that bunker up the right into play. Ja, es geht natürlich hier 14 Fuß nach unten. Das heißt eigentlich auch schon wieder ein Schläger weniger, warum er uns hier einen Achter in die Hand drückt. Ja, klar, wegen 158 Yards. Eigentlich bräuchten wir hier den Spin definitiv. Und wir müssten gucken, dass wir auf jeden Fall rechts vom Stock eher zum Liegen kommen. Obwohl, ja, es geht, wir hätten dann einen Bergauf-Putt. Also wir müssen eigentlich erstmal aufs Grün kommen, damit wir hier das Paar spielen. Im Bunker will ich nicht landen. So, ich werde den noch ein kleines bisschen höher anspielen. Ja, okay, okay, okay. Naja, Pin High, das ist okay und wir haben einen Bergauf-Putt. Nothing wrong with that approach shot. Just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt. Ja, aber wir haben trotzdem ziemliches Break. Now this, for birdie at 10. And these are putts he struggled to get the right speed all round long and it's definitely led to some three putts. He has to be careful. Ja, aber was mich ein bisschen irritiert, ist halt doch, dass der Ball extrem, ich glaube, wir standen unter dem Ball, ne? Das habe ich jetzt wieder natürlich nicht bedacht. Wir standen, glaube ich, deutlich unter dem Ball, deswegen ist er auch so weit nach links rüber geflogen. Okay. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen besser auch immer aufpassen, was kann hinterm Stock passieren, was kann passieren, wenn der Ball zu lang wird. Aber hier in dem Fall eigentlich nichts, er müsste verhältnismäßig schnell liegen bleiben. So, wie weit nimmt er das Break an? Vorhin hat er das Break, ist er drüber gelaufen. Also machen wir jetzt einfach mal hier diese Linie und dann schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht, der Stick vibriert immer hier. Ich kriege hier Feedback. Ja, das reicht nicht. Etwas zu langsam. So that in for par to start this back side. And he'll remain at plus four. So, plus vier immer noch. Und wir nähern uns Eamon Corner. Hole number 11 here at Augusta National. Now at 520 yards, a par four. This tee box shifted a bit to the left in 2022, which lengthened the hole a good 15 yards, so that now navigating a tee shot down the right side brings more risk into play. Eamon Corner, die nächsten drei Spielbahnen, die 11, 12, 13, wofür eben Augusta so berühmt ist. Und wir sehen überall wieder die Blumenpracht. Memorable enough in this first professional round at Augusta National. But now, here's where things really start to get interesting. Frank, you know it as well as anyone. This is where you call the Masters every year. After this tee shot, it is a first trip through Eamon Corner. And right you are, Rich. A lot of people think aiming. Er startet viel zu weit links. Starts on actually on the second shot into 11, and the tee shot at 13 is the finish of aiming corner. But it's also where you start to see okay. Water the very first time. You get a nice tee shot on 11, and you will look at the pond just short, and the water, which is Rays Creek, that protect the back of the screen and then leads into the 12th hole. So it's an amazing part. I think it's a special part in golf. Number one, you feel privileged to be able to play the golf course, let alone compete in the Masters. But it's also where all the action invariably seems to start at Augusta National. Also nass darf er auf gar keinen Fall werden. Wir müssen auf dem Grün landen. Wir haben ein bisschen Gegenwind, sehe ich jetzt gerade. 20 Fuß nach unten und er will einen Eisen 4 schlagen. Und da haben wir natürlich so gut wie gar keinen Spin, beziehungsweise da haben wir ziemlich viel Roll.
Ich meine, da wo wir jetzt sind, das müsste passen auf jeden Fall von der, ja, vom Schläger her. Aber mit dem Gegenwind. Mit dem Gegenwind werden wir den noch mal ein bisschen höher anspielen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und ich glaube, hier haben wir jetzt ein verhältnismäßig einfaches Grün im Verhältnis. Ich glaube, rechts ist ganz gut. So, wir haben 3 Inches bergab. Das heißt, er kriegt ein bisschen Speed, der rollt. Und jetzt ist die Frage, viel bessere Birdie-Chancen werden wir nicht kriegen, weil wie gesagt, das Grün ist verhältnismäßig einfach. Ja, er wird brechen. Geht links vorbei. Das war eine gute Chance, um ein bisschen wieder ranzukommen. So then, just in for a par here at 11, and he'll remain right where he is. Welcome to the 155-yard par 3 12th. Maybe the most famous par 3 in the world. Hogan's Bridge, Ray's Creek, you're familiar with all the names. A bunker in front of the green and two behind. Club selection and trying best as you can to gauge the wind. Absolutely critical. Ja, da haben wir ganz schönen Wind. Ganz schönen Wind. Ein Eisen 9. Wenn er zu kurz ist, liegt er im Bunker. Ich meine, auch hier sieht man, dass das Grün um die Fahne herum relativ einfach ist. Also alles, was in der Nähe hier von der Fahne landet, ist nicht verkehrt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Der Wind. Ja, wir haben ein bisschen mehr Wind. Ein bisschen Gegenwind. Ja, das ist schon dramatisch, ne? Also das sieht man schon. So, jetzt schauen wir nochmal. Im Zweifel rechts vom Stock. Ja, okay. Kleines bisschen höher anspielen. Und er fällt runter in den Bunker, so wie es aussieht. Ja, ist klar. Ist klar, ne? Ich versuche, direkt nach der Flagge, aber das wird in den Bunker short hier at 12. Now from the bunker. Just a little splash out on this par 3. So, bis jetzt war das jedes Mal so, dass uns der Ball eigentlich zu weit geflogen ist, ne? Ja, diesmal haben wir die richtige Länge gehabt. Oh, the hands came through beautifully there. Good thump of the sand and a good chance to save par. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll stay right where he is. Now to the 13th, the wonderful Azalea, par 5 at its new distance of 545 yards. We all saw the amazing camera shots of the new tee box at the 2023 Masters, set back 35 yards from the old one. This hole did yield 8 eagles during the 2023 tournament, tied with the second for the most on the course.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Also hier wurde im letzten Jahr die Teebox nach hinten versetzt. Deswegen sehen wir ja auch hier links und rechts überall die Blumen, die Pflanzen, die Büsche. Und das ist eben auch relativ neu, um diese Bahn ein bisschen länger zu machen. Es ist ein Par 5 und hat gerade mal 443 Yards. Aber der Reiz liegt eben daran, dass man hier auch den Ball gut platzieren muss, damit man auch einen Winkel hat, um natürlich das Grün hier anzugreifen oder angreifen zu können mit dem zweiten Schlag. Weil sonst wird es natürlich schwierig, sonst muss man vorlegen und ist natürlich keine Eagle-Chance da. Und man darf eben auch nicht zu weit nach links kommen, weil sonst, wir sehen es ja hier, da ist dieser Creek, der natürlich auch die Bälle fängt und alles gar nicht mal so einfach. Die Länge ist nicht das Problem, es ist halt schlicht und einfach der Winkel, die Bäume auf der linken Seite, die uns hier natürlich nicht die Möglichkeit geben, hier abzukürzen oder drüber zu spielen. Wir müssen die Länge hier spielen und wir haben das Thema, das sehe ich jetzt auch schon wieder hier, wir müssen mit dem Draw hier reinkommen, damit wir hier da den Berg hochrollen. Ja, oder damit wir auf jeden Fall nicht zu weit nach rechts kommen. So, ja, der bleibt zu weit rechts, aber er wird jetzt ein bisschen nach links springen. Und wenn er oben liegen bleibt, dann haben wir einen guten Winkel. So, was haben wir denn für eine Entfernung? 235. Wir können das Grün angreifen mit einem Hybrid. Es ist ein bisschen erhöht. Also eher mit einem Eisen 4. Aber wir haben Gegenwind, ne? Ja, wir wollen definitiv nicht da in dem Gemüse landen. Aber mit einem Hybrid kriegen wir den Ball nicht zum Liegen. Da habe ich echt Finesse. Approach. Haben wir natürlich ein bisschen mehr Spin. Ja, wir müssen eigentlich eher hier drüben versuchen zu landen und vielleicht mit dem Draw ein bisschen das Ganze länger zu gestalten. Ah, wir stehen auch ein bisschen unterm Ball. Das hilft uns eigentlich, dem Ball, dass er noch ein bisschen nach links geht. Okay, wir werden Mitte grün anspielen. Leicht drawn. Ja, und dann wird er noch ein bisschen nach links gehen. So, wir werden auf jeden Fall nicht höher spielen. Damit er die Länge hoffentlich hat. Wenn er in die False Front kommt, dann springt er hoch, so wie jetzt, und bleibt liegen. Das ist hervorragend. Frank, you know, you've been in the spot. It is one of the most anticipated shots in the entire sport. The second at 13 at Augusta National. How do you do with that one? That was great, Rich. This is the most famous par 5 in the world. One of the reasons why, too, not just the dog leg left that the hole presents, but the uneven lie for the second shot. That had to be hit good and was indeed. So, jetzt haben wir natürlich eigentlich eine gute Eagle-Chance. Man sieht es, dass wir wenig Break haben. Ein bisschen geht es am Anfang bis zur Mitte hier leicht nach rechts. Aber vorne, wenn er langsam wird, geht es nach links. Wir müssen halt Tempo drauf haben. Aber wenn das Tempo zu schnell ist, dann rennt er uns wieder hinten raus. Aber auf der anderen Seite wollen wir definitiv einen Eagle-Putt nicht zu kurz lassen. Einen Eagle-Putt nicht zu kurz lassen. Und wir machen noch ein kleines bisschen mehr rechts. Ah, er wackelt schon wieder, er vibriert. Oh, das ist viel zu weit rechts. Oh Mann. Ja, wir sehen es auch. Also der war ja extrem schlecht geputtet. So schlecht habe ich ja schon lange nicht mehr geputtet. Der ist ja sofort nach rechts, viel weiter rechts weggegangen. Naja, okay, wir haben jetzt die Chance oder wir können jetzt auf jeden Fall noch das Birdie spielen und dann uns wieder ein bisschen ranbringen. Just like that, it's a birdie here at 13. Ja, natürlich wäre jetzt hier ein Eagle. Das wäre natürlich geil gewesen.
Aber wir sind immer noch letzter, 88. glaube ich. This 14-hole at 440 yards is a good one. The real challenge here is the green. Two-time Masters Champion Ben Crenshaw considered this to be one of the most difficult in golf. Ja, das ist jetzt hier die Bahn, so eine klassische Bahn, ein Dogleg nach links, aber das Fairway fällt nach rechts. Das heißt, mit einem normalen geraden Schlag rennt er uns nach rechts runter weg. Also wir müssen den auf jeden Fall hier mit einem Draw reinspielen und bis jetzt haben die Kurven alle nicht so richtig gefruchtet. Also wir müssen auf jeden Fall weit links anhalten, damit er uns nicht so weit rechts runterrollt. Und wir haben auch noch Rückenwind. Okay, er nimmt die Kurve ein bisschen an. So, und jetzt darf er nicht zu weit rechts runterrollen. Okay, damit können wir gut leben. Aber warum das mit dem Putt vorhin so schlecht ging? Ah. The most attractive feature of this hole is the dynamic design of the green, cut into three separate sections, guarded by an amazing false front, where the ball will come all the way off the front edge. So, also es ist leicht erhöht, das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen länger spielen. Auf der anderen Seite haben wir Rückenwind und wir haben ja hier eine false front. Das heißt, mit Approach müsste auch genügend Spin drauf sein, dass der hier vorne doch zum Liegen kommt. Das 50er müsste die Länge haben. So, noch ein bisschen nach links, weil ich will definitiv auf dem Grün zum Landen kommen. Ja. Ja, das ganze Ding fällt nach rechts runter, ne? Also wenn der aufkommt, springt der nach rechts. Okay. Bisschen höher anspielen. Ja, wir stehen auch leicht über dem Ball. So. Ja. Komm, bleib liegen. Sehr gut. Okay. Birdie-Chance. Es geht 4 Inches nach unten. Ja, ja, wenn der vorbeiläuft, dann haut er uns ab. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den nur antippen, dann haben wir wieder ein Problem mit dem Break. 4 Inches. Naja gut, aber der Rückputt ist ja, der Rückputt ist natürlich etwas schwieriger als der Hochputt. So, wir gehen ein bisschen nimmt er das Break an. So, jetzt hoffe ich, dass das wieder passt und nicht, dass der wieder so blöd rechts wegläuft. Another rolled in there. Birdie's now at 13 and 14. So, wir kämpfen uns ein bisschen zurück und haben jetzt einen Platz gut gemacht. This historically has played well under par, but renovations in 2022 added an extra 20 yards to the hole. Well-placed tee shots to the right side of the fairway create a big advantage, but the risk of running into the pine straw or facing a side hill lie has also been increased. Ja, die 15 ist natürlich jetzt ein interessantes Par 5, aber das ist auch so eine Hop- oder Top-Bahn. Also hier natürlich mit dem zweiten aufs Grün zu kommen, um dann wenigstens das Birdie auch zu spielen, das ist natürlich so eine Risikosache. Aber im Moment ist es ja so, dass die Fahne rechts steckt. Also das ist eigentlich die Fahnenposition hier in dem Fall, die da in Anführungszeichen noch die einfachste ist, weil wir jede Menge Grün zum Anspielen haben. Aber man sieht es hier, das Gefährliche ist immer, und das hat man sehr, sehr häufig gesehen, dass wenn man hier mit zu viel Spin spielt, die Bälle nach vorne durchrollen und dann ins Wasser. Also die rollen dann rückwärts, weil natürlich hier die auf der rechten Seite das ganze Fairway Richtung Wasser fällt. Und da muss man extrem vorsichtig sein mit dem Spin. So, okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal schauen, dass wir auf die rechte Seite kommen. Denn wenn wir links im Fairway liegen, haben wir sowieso keine Chance, mit dem zweiten das Grün anzugreifen. Aber ich bin da sowieso ein bisschen skeptisch. Ja, wir müssen auch hier an den Ästen vorbei. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Ja, wir haben ein bisschen Gegenwind.
Wenn er aufkommt, rollt er sowieso runter. Und der Wind drückt den auch ein bisschen nach rechts. Ja, der rollt dann da runter. Das wäre eigentlich, glaube ich, okay. Okay, und jetzt sollte er natürlich nur leicht nach links runterrollen. Ja, aber lang ist das nicht. Das sind gerade mal 284 Yards. Das heißt, wir haben noch 272 zum Loch. Und das... Ja. Looking at the greatest second shot in golf, but don't let the beauty fool you. There is trouble everywhere. Ja, das ist jetzt genau das Thema. Geht man auf Risiko oder geht man nicht auf Risiko? Setzt man auf einen guten Annäherungsschlag oder versucht man den jetzt wirklich hier reinzubringen? Denn wir sehen es, es geht natürlich deutlich nach unten. Es geht nach unten. Aber wir haben auch Gegenwind. Power Approach. Ja, deswegen. Ja, mit Power Approach kommen wir natürlich dann hier mit dem Holz darüber. Naja gut, wenn wir vorlegen und dann hoffentlich an den Stock, dann können wir im dümmsten Fall spielen wir halt das Paar. Wenn wir hier mit dem zweiten draufkommen, haben wir die Chance auf einen Birdie mit zwei Putts. Aber den natürlich aus der Entfernung, 253 Yard bergab, der wird flach hier runterkommen. Den dann aber hier zum Liegen zu bringen. Natürlich wäre es schon mal die halbe Miete, würden wir einfach nur hier übers Wasser kommen. Wenn wir natürlich im Wasser landen, müssen wir droppen. Ja gut, wir droppen dann vorne am Wasser und haben dann auch die Möglichkeit. Okay, Power Approach mit dem Holz, mit dem Hybrid, Gegenwind. Wir könnten natürlich auch versuchen, den einfach da drüben in den Bunker zu schlagen. Und dann mit dem vom Bunker aus ranzuspielen zum Birdie. Die Frage ist halt schlicht und einfach. Reicht der von der Länge, dass er nicht vorher ins Wasser fällt? Aber da rennt er uns auch nicht nach hinten durch, weil hinten ist ja die 16 und dann könnte er uns natürlich durchrennen. Wenn er in die False Front geht. Wir stehen etwas unterm Ball. Okay, wir werden den hoch anspielen. Er nimmt die Kurve. Jetzt wesens übers Wasser. Überm Wasser ist er. So, und jetzt bleibt liegen. Okay. This is such a tough green to land a ball softly on. And that continues over the back here at hole number 15. From the fairway, Noda, this is third. Shot selection so critical from here. Choose wrong and you will find the water. Texas Wedge wäre mir lieber. 6 Inches nach oben. Das müsste dann eigentlich hier irgendwo sein. Im Zweifel ist er zu kurz. Das Ganze bricht nach rechts. Nee, oder? Ooh, that did not work out at all. Oh Mann. So, was haben wir jetzt? 2 Inches nach unten. Jetzt haben wir eher den Bergab-Putt. Okay. Ja, das hat mich jetzt stark irritiert, weil da steht natürlich 100%. Komm.
Naja, statistisch gesehen ist es ein Zwei-Putt, aber ich glaube sogar der andere Putt war ja vom Vorgrün. So, jetzt haben wir natürlich hier auch wieder ein bisschen. Okay. Ja, die ganze Zeit vibriert mein Stick beim Putten. Das macht mich ein bisschen nervös. Ja, schade. Da hatten wir echt eine gute Chance, den Ball ranzubringen zu einem Birdie eventuell. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich zufrieden sein, dass die Länge gereicht hat und er nicht nass geworden ist. Great moments have taken place here at hole number 16, this beautiful little par 3, and now here you are standing on that tee for the first time as a pro. Yeah, it's quite incredible, Rich. Not just the hole, but the opportunity too, that ridge that cuts through the green there. So we've seen many a shot look like it's 20, 30 feet, even perhaps right or left of the flag, and then it starts to take the contours and roll. Could it be a hole in one? Could it be like a Tiger Woods missing the green on the left and a in your life? So 16, it's an opportunity. It's Theater, it's, well, it's Augusta. Ja, die 16. Beim Pro-Am wird ja hier immer am Mittwoch versucht, den Ball hier übers Wasser rennen zu lassen, also hier so dotzen zu lassen. Ja, man sieht es jetzt nicht, oder? Doch, hier übers Wasser. Und Martin Keimer hat ja hier auch schon mal ein Hole-in-One geschlagen. Der Ball ist dreimal übers Wasser aufgedotzt. Also nochmal, die spielen den bewusst, also das ist kein Zufall, sondern bewusst so flach übers Wasser, dass er wie ein Stein eben dann über die Wasseroberfläche dotzt. Und dann kommt er eben drüben an, wenn man es richtig macht. Und da hat tatsächlich Martin Keimer, kann man auf YouTube sich anschauen, hier schon mal auch ein Hole-in-One gespielt. Wie gesagt, das machen die am Pro-Am. Das ist eine Spaßveranstaltung, das ist die Einspielrunde. Und da geht es um nichts. Aber da wird immer hier an der 16 versuchen, sie eben so, ich sage mal, kleine Kunststückchen. Ja, wie gesagt, an der 15, wir können zufrieden sein, dass wir den Ball trocken rübergebracht haben, aber es wäre natürlich mehr drin gewesen, es wäre immer mehr drin gewesen. So, wir müssen hier schauen. Wir haben so ein bisschen Wind nach rechts, das ist aber wenig Gegenwind. Das Problem ist natürlich rechts diese False Front. Wenn der Ball nicht richtig aufkommt, dann rennt er uns links runter. Dann haben wir hier einen Bergauf-Putt. Den hier oben links zum Liegen zu bringen, rechts zum Liegen zu bringen, ist nicht ohne. Aber wichtig wäre, ihn einfach aufs Grün zu bringen. Deswegen spiele ich den auch jetzt mit einem Eisen 7, weil er wird ja rollen. Wir werden den auch etwas höher anspielen. Und dann noch ein bisschen mehr nach links und mal schauen, ob da wirklich hier die Welle hochrennt. Wenn wir natürlich Pech haben, dann bleibt er in der Welle hängen und rollt wieder runter. Okay, wir gehen doch ein kleines bisschen weiter rechts. Also er nimmt die Kurve, er geht Richtung Stock, aber er ist zu kurz, bleibt da oben. Na, das ist genau das, was ich meinte, jetzt rollt er halt doch runter. Ah, ein Meter länger, dann wäre er oben liegen geblieben. Ja. Zwei Fuß nach oben und den Break. Zwei Fuß nach oben und das Break. Und wenn wir zu kurz sind, dann rollt er uns links weg und haut ab. Und ruckzuck haben wir das nächste Bogey. Ja, das ist jetzt echt schwierig. Zwei Fuß. Das wäre eigentlich hier. Und dann irgendwo hier. So, jetzt bin ich mal wieder. Jetzt bin ich mal wieder. Okay, Freunde, wir machen das anders. Ah, es geht nicht anders. Ja, wir sind auf dem Grün. Wir können nur putten. Ah, ich hätte jetzt gerne. Ja, okay. Ja, wir müssen da hoch. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall diese Geschwindigkeit. So, dann natürlich hier Wahnsinns rein. Ja, wir müssen da hoch, damit wir dann anschließend einen einigermaßen vernünftigen Putt haben. Der wird sofort nach links wegbrechen, und zwar wie wild.
Wir müssen hochkommen aufs Plateau, sonst haben wir keine Chance aufs Paar. Ah, okay, der nimmt überhaupt nicht das Break an. Da bin ich jetzt stark irritiert und vor allen Dingen, dass es auch doch so lang geworden ist. Da bin ich jetzt doch stark irritiert. This is a 13-footer. Wenn er wieder zu lang ist, dann rennt er uns wieder runter. Dann haben wir also gleich unsere Birdies wieder weg. Da ist echt nicht viel Luft. For a bogey at 16. And just like that, he'll fall to 3 over par. So, wir sind wieder letzter. The uphill par 4, 17th, measuring 440 yards. The Eisenhower tree, you may remember, was removed in 2014 after being damaged in an ice storm, but challenges remain, especially the green, which seems to slope off in just about every direction. Ja, da bin ich jetzt echt am Überlegen. 2 Fuß. Und dann ist er so weit oben rumgerollt und hat überhaupt nicht die Breaks angenommen. Aber das war auch klar fast, wenn man so viel Gas gibt und so schnell ist, dann rollt er halt wirklich fast geradeaus durch. Ja, es ist alles nicht so leicht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen nach rechts, aber einen kleinen Draw reinkriegen. Nicht viel, weil wir müssen eher weiter rechts liegen, damit wir dann hier die bessere Ausgangslage haben, um das Grün anzuspielen. So, aber er sollte auch nicht zu weit rechts bleiben. Nee, das passt, das ist gut. Ich denke, das passt. 153. Second from the fairway. He's got just a hair under 140 yards to the front, 153 to the hole. Wind is helping from behind, so you can take a little less club. Yep, genau, der Wind hilft. Der ist, natürlich haben wir etwas erhöhtes Grün. Ein etwas erhöhtes Grün, aber wir haben ziemlich viel Rückenwind. Aha. So, wir spielen Finesse und dann doch kürzer. Dann ist es ein Bergauf-Putt. Wir gucken mal rein. Ja, und es ist rechts und links. Also wir müssen wirklich direkt auf den Stock zukommen. Das wäre wichtig. Okay, da macht doch der Wind ein bisschen nach links. Wir müssten eigentlich auf den Stock und wir brauchen die Länge. Dann haben wir eine Chance auf einen Birdie. Der Wind 7. Ein Achter müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Und er bleibt aber rechts. Und jetzt rollt er uns wieder durch. Oh, nee. That just came up blazing. As soon as it hit the green, it was never gonna stop. So. Das Problem mit dem Pitch ist immer, dass wir nicht die Richtung hinkriegen. Meistens immer ja irgendwie entweder viel zu weit rechts oder viel zu weit links ist. Was ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen kann. Komm, bleib liegen.
So. Okay. That's good par. It is in for par here at 17. And he'll remain right where he is. So, weiterhin 88. The finishing hole, this famous 465-yard par 4 18th, is that you are coming out of a narrow chute off the tee, and it is steeply up the hill. Good drive, though, puts you in position to maybe make a birdie. Ja, die Fahne steckt da hinten ganz rechts. Das ist schon eine schwierige Position. Here at the 18th, Frank, as we've mentioned, this is our featured golfer's first round as a professional at a major championship. You'd have to say, a few more downs than up so far. What have you seen? A little bit of inexperience on the golf course, Rich. I mean, there's opportunities abound here, the par fives, for example, at Augusta National. But there's pitfalls, I mean, the tough holes, to use the words of Tom Watson. If you can keep the slate clean on holes like 5, you know, 10 and 11, 12 obviously, holes like 17 and 18, you can certainly get around Augusta National. So I think this was more a lesson learned today. So, da haben wir eigentlich eine gute Lage. Das heißt, von hier aus können wir das Grün angreifen. Eisen 7. Eigentlich müsste man Eisen mehr schlagen. 41 Fuß nach oben, aber wir haben ein bisschen Rückenwind. Auch hier gilt, wir müssen gucken, dass wir da oben reinkommen. Dass wir da oben auf das Plateau kommen, sonst haben wir hier keine Chance. Eisen 7 rollt ja ein bisschen, wir werden es auf jeden Fall nicht höher anspielen. So, ich hoffe, dass er auf dem Grün aufkommt und dann da ein bisschen hochrollt. Ach du Scheiße. Der wäre ja beinahe ins Loch geflogen. Ach du Schande. Okay. So, jetzt ist er tatsächlich so hoch geflogen, dass er tatsächlich oben auf dem Plateau auch ankam. Okay, ich würde wieder das Texas Wedge bevorzugen. Oh ja, es geht ja bös runter. So, sit. Ah, oh, jetzt hatte ich echt schon die Befürchtung, er rollt runter. Ja, okay, da können wir das Paar auf jeden Fall spielen. Das sieht nach einem geraden Putt aus. Ein bisschen vielleicht über links. Also, wir müssen natürlich aufpassen. Es geht ja einen Berg hoch. 3 Inches. Ja, das sollte dann so sein. Oh. So our featured golfer well back after round one and now likely in a fight just to play the weekend. I think they're in a different zip code today, Rich. It was like watching two different players, really the ones at the top of the leaderboard and well, our cherished featured player. Not that good today. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf.
Ja, und da erscheine ich wieder hier zum Resümee am Ende dieses Spieltages und man muss ganz klar sagen, wir konnten wenigstens auf den zweiten Neun ein bisschen unsere Performance verbessern und minus eins spielen. Ärgerlich trotzdem natürlich die 16, schon wieder ein Dreipad gewesen. Wir haben das Grün getroffen und dann ein Dreipad, weil wir halt eben auch hier wieder das Pech hatten mit einem Meter. Ich fand sowieso generell, dass wir einfach ein bisschen Pech hatten, dass uns immer irgendwo ein Ausgelippter dann zweimal den Bunker, so die Bunkerkante, wo uns der halbe Meter gefehlt hat und dann natürlich auch an der 16 hat uns ein bisschen was gefehlt an Länge. Aber ich weiß nicht, man könnte natürlich auch sagen, das war ein kleines bisschen auch Hasenfuß-Golf. Wir sind immer sehr, sehr vorsichtig die Sache angegangen. Aber haben wir halt auch mal ein bisschen mehr Gas gegeben, dann waren wir halt auch gleich deutlich drüber hinweg. Also man muss diesen Platz wirklich mit Köpfchen spielen, man muss sich das ganz genau anschauen. Und wir stellen eben fest, dass wir jetzt zumindest einen Schlag auf den zweiten 9 Meter geholt haben. Aber der Start war natürlich ein Desaster. Das war ein Desaster pur. Und wir schauen mal kurz ins Leaderboard, um zu sehen, was da jetzt passiert ist. Aber die 59, also das macht mich auch total fertig. Wie kann man hier am ersten Tag eine 59 spielen? Okay, wir sind nicht Letzter. Wir sind Vorletzter bzw. geteilter 88. 90 Spieler sind es. Und mit plus 2, plus 1, ja, ja gut, dann geht es dann relativ dann doch ein bisschen langsam vorwärts. Aber ich sehe, ich bin gespannt, wo wir am nächsten Spieltag, wo hier der Cut sein wird. Und ich vermute, der wird irgendwo bei 50 sein, irgendwo um den Dreh rum. Und dann müssten wir auf jeden Fall 3 oder 4 unterspielen am zweiten Spieltag. Da kann ich nur hoffen, dass entweder der Wind ein bisschen besser ist oder, also ein bisschen ruhiger noch, oder dass natürlich hier der ein oder andere ebenfalls solche Schwierigkeiten hat wie wir. Denn allzu viele haben hier nicht über Par gespielt. Also wie gesagt, die ersten 5 Bahnen sind wir ganz, ganz schlecht reingekommen und es bleibt eben abzuwarten, wie wir uns am zweiten Spieltag schlagen. Vielleicht rutschen wir gerade so noch rein. Es wäre natürlich von Vorteil, weil wir dann auch ein paar Punkte machen, denn Augusta, das Masters, ist natürlich mit 600 FedEx-Punkten ausgestattet und nicht nur mit 500. Freunde, das soll es gewesen sein für dieses Turnier, für dieses kleine, aber ja doch, ich will sagen, es ist ein Stachel im Fleisch. Trotzdem haben wir uns dann ein bisschen gefangen, konnten wenigstens ein Birdie hier noch an der 8 spielen und 13, 14. Ich meine, Amen Corner haben wir tatsächlich an der 13 noch das Birdie gespielt, hatten eigentlich auch eine sehr gute Eagle-Chance, sollte nicht sein und die 14 haben wir dann auch nochmal ein Birdie gespielt. Wie gesagt, an der 15 hatten wir die Chance zu einem Birdie, an der 16 hätten wir nicht das Bogey gebraucht. Aber hätte, wäre, wenn. Wir gucken, wie der zweite Spieltag wird. Da heißt es in dem Fall wie immer, Mund abwischen, aufstehen und das Ganze nochmal von vorne. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich zum zweiten Spieltag und ich hoffe auch nicht zum letzten Spieltag in Augusta beim Masters, sondern dass wir dann hoffentlich die Kurve nochmal kriegen und eben dann ins Wochenende kommen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.